Große Ohren, grauer Pelz und Knopfaugen. Das graue Langohr ist eine besonders hübsche Fledermaus. Hier in Thelendorf in Thüringen flattern noch viele Langohren durch die Nacht. Der Grund: In diesem Dorf gibt es richtige Bauerngärten und alte Streuobstwiesen mit vielen Insekten. Jetzt im Sommer kommen die Jungen im Glockenturm der Kirche zur Welt. Die Fledermausschützer wollen die Tiere zählen und einen Kasten anbringen, um die Tiere einfacher zu finden. Denn meist sind sie schwer zu entdecken. Immerhin, Fraßspuren und Kot gibt es schon mal, dann sind die Langohren auch nicht weit. Irgendwo müssen sie doch sein. Und da endlich ist eine, oben im Gebälk. Das graue Langohr ist eine typische Dorffledermaus, die ihre Wochenstube in solchen Dachböden wie diesen hier hat. Dachböden, die sich im Sommer auch von außen sehr erwärmen, wo die Luft angestaut wird und wo sie Ritzen finden, in denen sie sich verkriechen können. Sie kriechen gerne in diese Ritzen rein vor der Geburt der Jungtiere. Wenn sie die Jungtiere geboren haben, sammeln sie sich öfters in Gruppen bis zu 20 Tieren, die sich dann auf dem Dachstuhl auch verteilen. In den letzten Jahren aber sind die Langohren immer seltener geworden. Wie den Vögeln fehlen auch den Fledermäusen die Insekten, in diesem Fall vor allem die Nachtfalter. Die Naturschützer der Natura 2000-Station in Mötzelbach wollen den Fledermäusen helfen. So wie hier sollen möglichst viele Gärten in der Region aussehen. Eine Mischung aus Kultur- und Wildpflanzen, aus Kräutern und Gemüse, das auch mal ausblühen darf. Und aus wilden Ecken, in denen sich Insekten tummeln. Das sind die Gärten, in denen die Fledermäuse gerne jagen. Das graue Langohr hat eine besondere Jagdstrategie insofern, dass es ganz, ganz langsam fliegen kann. Es hat sehr breite Flügel und kann dann fast in der Luft stehen und dabei eben die Insekten aufspüren, die kleinen Spinnen zum Beispiel, die über die Blattoberflächen laufen, oder der Nachtfalter, der die Nachtkerze besucht. Um es den Gärtnern einfacher zu machen, haben die Fledermausschützer eine Broschüre erstellt, Samenmischung inklusive. Also wir haben uns gedacht, wir machen hier ein Faltblatt zum Mitmachen. Das beinhaltet ganz viele verschiedene Samen von unterschiedlichsten Wildpflanzen, für jeden Standort was Passendes. Kann man im Balkonkasten machen, kann man auch vorm Haus, hinterm Haus, im Garten, auf kleinen Flächen auch aussehen, am besten im Herbst. Und dann stellen sich auch die Insekten ein. Eigentlich brauchen alle Gartentiere immer das Gleiche. Eine große Pflanzenvielfalt mit vielen Insekten bei Tag und auch bei Nacht.